Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga wird präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Fünf Spieltage sind noch zu gehen in der Fußball-Landesliga und der VfL Pirna Kopitz hat einen Lauf. 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen, da braucht man auch vor dem Tabellensechsten aus Neugersdorf keine Scheu zu haben. Spannend, die Torwartfrage. Nach seinem Patzer im Heimspiel gegen Lößnitz musste Pierre Schiller zuletzt auf die Bank. In Klauchau stand Oliver Arendt im Kasten, daheim gibt's die Rolle rückwärts. Also der Wechsel letzte Woche resultierte aus den letzten Wochen, wo sich der Oliver sehr fair verhalten hat und die Mannschaft und den Ossi gepusht hat. Und das wollten wir einfach mal drehen und auch damit Danke sagen. Leider hat er sich dann verletzt in dem Spiel in Klauchau, hat einen Bänderriss, heißt also, wird bis Saisonende ausfallen. Und der Ossi hat es sportlich fair genommen und ich denke mal, er ist 40. Von daher ist das vielleicht auch ein bisschen seinem Alter geschuldet, aber er ist eminent wichtig und das zeigt auch in dem Moment jetzt gerade. Also mit Pierre Schiller im Tor geht es gegen den FC Oberlausitz. Und da zeigen die Kopitzer einen engagierten Auftritt. In der ersten Halbzeit sind die Hausherren das spielbestimmende Team. Die ersten torgefährlichen Aktionen resultierten allesamt aus Standardsituationen. Der VfL Pirna Kopitz ist dem Führungstreffer ganz nah, besonders in Spielminute 42. Oskar Haustein mit der Riesengelegenheit. Aktuell fehlt dem jungen VfL-Stürmer aber im heimischen Stadion ein wenig das Glück. Mit halber Kraft und wenig platziert geht der Ball nicht rein. 0:0 der Stand zum Seitenwechsel. Was folgt, ist ein intensiver Austausch zwischen Trainer und Ersatzspieler Florian Klöss. Den Plan für den zweiten Durchgang schmieden die Kopitzer gemeinsam. Sehen Klössi zwar als Spieler, auf der anderen Seite als wichtige Bezugsperson neben dem Mannschaftsrat generell, wo er auch drin ist, aber gerade in solchen Momenten im Spiel oder in der Halbzeit ist es für mich wichtig, mich auch mit dem Spieler mal auszutauschen, seine Ideen mal zu erfragen und mit meinen abzugleichen und das passte soweit. Der Idee folgen Wechsel. Zunächst ersetzt Johann David den glücklosen Oskar Haustein. Beide Mannschaften neutralisieren sich zunächst im zweiten Durchgang. Was beim VfL aber zu jeder Zeit stimmt, ist die Intensität im Spiel. Hinzu kommt das Selbstvertrauen. Ein solches Solo hätte der 19-jährige Moritz Hahn in der ersten Halbserie mit Sicherheit noch nicht getan. Weiß nicht, vielleicht spielt sich die Mannschaft besser zusammen. Die Mechanismen kommen zwischen den Leuten, Dreiecke, spielt sich einfach leichter. Bis zur 75. Spielminute haben beide Mannschaften ihre Möglichkeiten. Wann immer es aber geht, versuchen die Kopitzer früh zu stören. Und in der 78. Minute wird das Vorchecking belohnt. Florian Kerger im schnellen Doppelpass mit Jakob Funken. Und dann heißt es fertig machen zum Jubel. 1:0 für den VfL Pirna Kopitz. Verdient und zum richtigen Zeitpunkt. Für Kerger ist es im 10. Spiel der 4. Treffer. Pünktlich zum Saisonfinale passt es beim 27-Jährigen. Der VfL Pirna Kopitz verfügt über Selbstvertrauen. Der Vorsprung wird nicht etwa verwaltet. Nein, kontrollierte Offensive heißt die Marschroute. Und in der 85. Minute ist das Ganze von Erfolg gekrönt. Diesmal ist Jakob Funken der Torschütze. 2:0, das Spiel entschieden, die Serie ausgebaut. Aber mal ehrlich, so frei an der 5-Meter-Linie kommt man nicht alle Tage zum Abschluss. Den Deckel drauf machen die Gastgeber 4 Minuten später. Seiferts Schuss bleibt am Pfosten kleben. Der ebenfalls eingewechselte Nick Türper aber macht ihn rein. Das 3:0, der Schlusspunkt unter einen unterhaltsamen Fußballnachmittag, der für die Kopitzer zudem außerordentlich erfolgreich ist. Ja, wir haben einfach gut als Team zusammengespielt. In der ersten Halbzeit ein bisschen gehadert irgendwie. Da war mal gefühlt eigentlich besser als in der zweiten Halbzeit, haben wir aber keine Chancen genutzt. War ein bisschen affig. Und in der zweiten Halbzeit waren wir dann meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen schlechter, war ein bisschen die Luft raus, aber haben wir die Tore gemacht. Und ich denke, mittlerweile haben wir es auch ganz gut raus, hinten stehen stabil und vorne machen wir mittlerweile die Buden, das ist sehr gut. Fußball kann so wunderbar einfach sein. Noch 4-mal müssen die Kopitzer ran, der Klassenerhalt ist aus eigener Kraft zu schaffen, weiter so. Bis zum nächsten Heimspiel. Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga. Freundlich unterstützt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.